So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Ich bin eigentlich nur mal zurückgekommen auf meine alte Base, weil ich was brauchte. Und zwar meine Trophäe vom Megalodon. Hallo. Und jetzt geht's weiter, wieder zurück. All die Reisen, all die langen Reisen umsonst, wa? Also umsonst ist es ja nicht. Aber trotz all dem kommt es doch ein bisschen merkwürdig vor. Aber ich kann die neue... Ich hätte einen neuen Megalodon jagen müssen oder so, keine Ahnung. Damit ich mir eine neue Trophäe machen kann. Wäre natürlich sehr umständlich. Da wir uns als nächstes doch einfach mal die Moräne schnappen wollten. Guck mal, der Bullenhai, der verfolgt uns immer noch. Hätte ich beinahe Bullenhai gesagt. Und ich meine aber Tigerhai natürlich, ne? Die Inselbewohner. Ich bin froh, dass es immer nur zur Zeit immer eine Hai gibt. Nicht irgendwie drei. Wir versuchen mal quer durch die Karte zu fahren. Das ist jetzt hier der nächste Plan tatsächlich. Es dämmert schon nach Abend hin. In die Abenddämmerung Richtung. Richtung Dämmerung. Abends mit Dämmerung. Und wir können die Inseln jetzt gar nicht mehr so gut sehen. Aber wir müssen noch weiter um. Diese Insel hat hier auch wirklich nichts mehr zu bieten. Da ist nichts mehr drauf einfach, ne? Aber alles kaputt gemacht. Das soll uns natürlich mit der nächsten Insel nicht geschehen. Der Hai ist immer noch hinter uns her. Er gibt uns Begleitschutz, glaube ich, einfach, ne? Ja. Als ich auf dem Weg hierhin war, zu dieser Insel, bin ich auch mal ein bisschen querfeld eingefahren. Und da bin ich wieder auf den Wal gestoßen. Ich bin tatsächlich mit dem Wal mal ein bisschen getaucht. Das war echt geil. Und habe mich natürlich logischerweise geärgert, dass ich das nicht in der Aufnahme hatte. Aber es war eigentlich eben halt auf dem Weg hierher. Ich habe angefangen, mir die Base aufzubauen, hinten beim versunkenen Schiff. Und ich will auch genau da eine Base aufbauen, aus dem ganz einfachen Grunde, ist es einfach viel mehr los, ne? Weil hier sind wir wirklich am Arsch der Welt, weit weg von den Bossgegnern und sonst irgendwas. Und so bei so einem Blick auf die Karte ist mir aufgefallen, scheiße, wir haben fast alle Inseln durchsucht. Na dann. Und wir haben uns noch gar nicht wirklich was Wichtiges gebaut. Jetzt so ein Schmelzofen zum Beispiel, damit wir uns mal endlich mal so Getränkeflaschen mitnehmen können, so große. Damit wir mal auch mal Farming betreiben können, anständiges. Und Pipi züchten und so ein Scheiß. Na, sowas eben. Was nochmal wichtig ist. Aber ich fahre jetzt ein bisschen, ja, querfeld ein. Ja. Na, mal schauen. Wir müssen natürlich die ganze Reise jetzt nicht auf hoher See irgendwie uns angucken. Das gucke ich mir schon an. Ich wünschte, ich könnte es auch überspringen. So Spielereignisse überspringen, das wäre cool. Ich frage mich gerade, wo sind die ganzen Inseln hin? Da hätten sehe ich irgendwie im Horizont eine. Aber, aha, okay. Okay. Dann bin ich ja fast auf dem richtigen Weg. Augenblick, nochmal ganz kurz. Kurs korrigieren. Kororo. Und dann sollte es doch eigentlich gehen. In die Richtung. Querfeld ein. Mal schauen. Ich denke nicht, dass wir hier wieder auf Wale treffen werden, ne? Ich weiß es nicht. Obwohl, ich habe zwei Wale gesehen. Mit dem einen bin ich geschwommen und dann mit dem anderen, da war nachher schlechtes Wetter am Start. Und ich habe gesagt, oh, lass mal bleiben. Mit Wind und Wetter. Das muck mich nicht. So was. So ein Cheat. So, jetzt habe ich einen Grund reinzuschalten, liebe Freunde. Ganz kurz. Ganz kurz, wo ist er? Da. Oh, schade, dass es schon so dunkel wird einfach, ey. Schade, dass es schon so dunkel wird. Habe ich Taschenlampe am Schlüssel? Yay! Schade, dass man die... Oh, scheiße. Wisst ihr was? Wir sollten unbedingt wieder auftauchen. Mir fällt nämlich gerade ein, dass ich gar nicht weiß, wo wir sind. Außerdem habe ich so einen komisch zickzack schwimmenden Hai gefunden oder gesehen. Aber mit dem konnte ich so jetzt nichts anfangen. Da, guck mal, der Wal kommt zurück.
Hallo, du freundliches Tier. Hä, mein Licht geht nicht mehr. Doch, da. Wie unser Fluss aber schwimmt. Und das vielleicht umkippt? Nicht. Na? Du kleine Knuddeltasche. Ich bin kein Grill, ne? Nicht essen jetzt, okay? Geil, oder? Ich find's geil. Guck mal, hier ist ein schönes Äuglein. Hallo, Mama, Mama. Na du? Oh. Irgendwie bin ich auf ihn raufgelandet. Nicht jetzt planschen oder so ein Scheiß, ne? Du machst mir meinen Floß kaputt. Geil, oder? Ich find's geil. Natürlich wäre es jetzt ein Zacken cooler. Hallo? Er winkt. Er sagt, ich soll fahren. Ich find's cool, ey. Plops, weg ist er. Jetzt taucht er wieder auf. Schade, dass sie es nicht so gemacht haben, dass das Wasser in ordentlich spritzt oder so, ne? Jetzt spritzt er. Huh, was macht er jetzt? Er dreht sich! Er ist witzig! Ach, wie süß! Er kann Rolle machen. Oh, ey, stopp! Jetzt reicht's, ne? Oh. Jetzt ist es nicht mehr witzig. Also wir müssen zusehen, dass wir hier wegkommen. Tschüss, Herr Wahl! Vielen Dank, Herr Wahl! Finde ich cool. Ach so, ja. Wir sind jetzt wieder eine Weile unterwegs. Und ich habe hier noch einen Wal irgendwo entdeckt, tatsächlich. Also es gibt hier auf jeden Fall mehrere Wale auf dieser Karte. Das finde ich schon ziemlich schön, ne? Also auch gerade mit voller Fahrt unterwegs, tatsächlich. Da müssen wir schon wieder dran vorbeigeflattert sein, irgendwie. Nuch. Ich habe mir auch gerade gedacht, wir sind irgendwo in der Nähe vom ich weiß, ehrlich, ich habe die Orientierung verloren, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wo wir sind. Und am Ende der Welt. Okay. Am Ende der Welt gibt es Wale. Schon schön, das zu wissen, ne? Ich weiß nicht, wo wir sind, Leute. Ich weiß es einfach nicht. Huch, was war das? Oder was sind uns her? Nee. Zum Glück das nicht. Und ich finde auch gerade tatsächlich nicht mehr unsere Base. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Überhaupt nicht. Ich wollte aber mal querfeld einschwimmen, weil ich wollte Dinge entdecken. So wie ein Wal. Oder vielleicht mal andere Tiere im Allgemeinen. Hat sich das jetzt gelohnt? Werden wir verdursten und verhungern? Was ist das denn für ein Geräusch? Ein Flugzeug. Ein kleines Flugzeug. Mhm. Wir wollten einen Gyrokopter ja auch noch zusammenbauen. Das fällt mir auch noch ein. Natürlich wollten wir das. Wir müssten mal irgendwo unsere Insel halt machen und zu gucken, ob wir da schon mal gewesen sind. Vielleicht nochmal aus dem Spiel einmal rausgehen, um die... Nee, eigentlich nicht. Das ist ja nicht Sinn und Zweck des Spiels, einmal die Navigation zu behalten, indem man aus dem Spiel rausgeht. Aber ich weiß nicht, wo wir sind. Das kann eine lange, lange Irrfahrt werden, Freunde. Manchmal wundert man sich auch, wo man hinkommt, wenn man so einfach orientierungslos im Ozean treibt. Aber, ist das unsere Base? Nee. Doch, das könnte es sein. Nee, da hinten ist Licht. Ach, herrje, hier sind wir. Okay, lass uns mal die Lampe gleich mal mitnehmen. Die bräuchte ich nämlich mal.
Genau, hier sind wir. Aber hier haben wir keine Water Collectors gemacht oder so, ne? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Oh, wir müssen mal gucken, dass wir ein bisschen einlenken, nicht, dass wir direkt volle Fahrt auf das Schiff. Das war das, wo wir uns mit gegen den Hai gekämpft haben und ich der Meinung war, hier gibt es einen Flugzeugwrack. Hier sind wir. Oh, hier müssen wir gleich eine fette Schneise schwimmen. Kriegen wir aber hin. Sehr geil. Kommen wir dann vorbei. Mal kurz vor Anker gehen. Jump. Oh, mich laust der Affe. So. Hatten wir uns hier nicht 20 Mal vergiftet? Meine ich auch, ne? Was war das? Da flog doch gerade was durch die Gegend. Wie dem auch sei. Haben wir was drin im Dings? Im. Ja, der ist voll. Wie geil. Na komm, trink noch einen Schluck. Und wo ist jetzt die Lampe hin? Da. Hier gibt es Steine, okay. Das gibt es ja bei mir auf der Heimatbase ja nicht. Eine Heimatbase. Warum sag ich immer Heimatbase? Das gibt es zu Hause nicht. So was happy nicht. Licht. So, ups. Und weiter geht's. Dass man das Licht nicht einfach hinmachen kann, hätte ich beinahe gesagt. Da ist ein Sprudel direkt voraus. Nicht, dass wir da irgendwo hängen bleiben. Im Sprudel. Ne, okay. Cool. Dann weiß ich jetzt, wo wir sind. Und das ist sehr cool. So, meine Leute. Unsere Erfahrt auf hoher See hat endlich ein Ende gefunden. Muss ich mal wissen, was ich in mein Ding reingesteckt habe. Warte mal. Hä? Was erzähle ich denn immer da, ey? Unglaublich, Herr Schick. So, wir sind hier und in der nächsten Folge wollen wir auch mal das Wacken Open Air untersuchen. So, hier seht ihr, hier baue ich mir schon mal eine kleine Base zusammen, die ein bisschen größer wird als die letztere. Ach, da hängt noch ein Stück Fleisch am Grill, das ist schon mal cool. Bin mal gespannt, sollte es klappen jetzt? Yay! Ja, das sieht cool aus, warte mal. Wow, das sieht cool aus. Sieht ein bisschen aus wie so eine taiwanische Strandkneipe oder so. Oder eine thailändische Strandkneipe. Aber hey, das ist cool. Okay, ich find's geil. So, pass auf. Lass uns doch mal Snack nehmen. Was sagt denn unser... Ja, wir brauchen unbedingt Snack, um was zu trinken. Dabei hatten wir doch erst getrunken. Aber das ist doch nicht so knapp, ne? Aber reicht wohl einfach nicht. Wir wollen immer mehr und mehr. So gierig sind wir einfach. Hier liegen nochmal Waffen von mir. Wollen wir mal zum nächsten Bossgegner nachher mitnehmen, die Waffen. So schön durchgeräuchert. Hier ist nichts drin, ne? Okay, doch. So, was sagen wir jetzt? Viel besser. Noch ein bisschen mehr Wasser und dann können wir gleich wieder auch wieder uns rehabilitieren. Und das alles habe ich nur gemacht wegen diesem Kopf. Ich bin einmal um die ganze Welt gereist, nur wegen diesem Kopf. Was man nicht alles so tut, ne? Für ein wunderschönes Zuhause. Warte mal, lass mal die Sachen mal ganz kurz mitnehmen. Die müssen nicht hier rumliegen. Dem könnten wir uns wirklich helfen, wenn wir... Ach, leck mich doch. Wenn wir wirklich gegen die Moräne kämpfen wollen, dann bald. Ich denke auch, dass wir bald dran sind. Also ein bisschen machen wir noch die Inselerkundschaften so ein bisschen. Versuchen ein bisschen das Floß vielleicht noch zu erweitern. Alle ab. Und dann wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Übrigens, der Hai
Ich habe ihn getötet. Er brauchte nur 17 Speere. 17 Speere, Alter. Ob er nicht mehr doof ist, oder was? Kann ich nicht abschmeißen? Achso, na klar kann ich abschmeißen. Warte mal eben. Ich würde ihn dann gerne... Erstmal so hier, so. Warte. Na, hier. Schmeiß mich mit dich ab, komm. Bob. Warte. Können wir ihn nicht anders hinstellen? Warte. Bisschen. Warte, so. Na, 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 na. Warte mal, vielleicht hier oben drauf, auf so eine Kiste. Ja, nee, ist klar. Ist schon aber richtig soweit, ne? Warte mal, die Kiste mal ganz kurz weg hier. Aber das mit dem Hai war schon so lange her, dann müsste schon bald schon wieder ein neuer Hai am Start sein wahrscheinlich. Gar nicht mal so einfach, Leute. Haha. Für so ein Spielkram bin ich immer zu haben. Finde ich gut, sowas einfach. Lass uns nochmal den Haikopf angucken. Und diese Folge war jetzt nicht besonders lang, aber hey, dafür hat es sich gelohnt. Allein schon ist mit Blut da alles drumherum, ne? Sieht schon cool aus, oder? Ich finde es geil, Freunde. Dass ich mich immer so erschrecken muss, ey. So. Das war's wieder, meine lieben Leute. Wir schauen wieder in der nächsten Folge vor. Ich hoffe, nein, ihr müsst schauen. Ich spiele das ja. Ne?